Und weiter geht's bei Banjo Kazooie. Ich muss mich kurz orientieren. Wir machen erstmal die Kirche auf, glaube ich. Ja, klingt nach einer Idee. Wir haben gesehen, die Tür da ist zu. Und ich muss mich jetzt kurz orientieren, wo ich lang muss. Da oben sind die Turnschuhe, da will ich auch lang. Ich glaube, das Zeitlimit war auch ziemlich knapp bemessen irgendwie. Glaube ich zumindest. Ist auch geil, ne? So eine Kirche und irgendwo Ewigkeiten entfernt ist so der Schalter zum Türöffnen. Irgendwie auch komisch. Komm schon, Banjo. Kriegen wir hin. Locker. Und drin. So, die Riesenkirche. Hier drin sind wieder Geister, die mich ziemlich nerven. Aber wieder jeden Winkel abklappern. Weil, wie gesagt, ich habe dieses Level nicht mehr so wirklich im Kopf. Geh doch weg, du blöder Geist. Wahrscheinlich ist hier oben gar nichts. Doch, eine. Geh doch jetzt weg. Dass man immer gewalttätig werden muss. Echt, ich find's schade. Deswegen eine. Hol es dir auch, Banjo. Hallo Geist, du siehst mich nicht. Ich schleiche mich unter dir vorbei. Und natürlich siehst du mich, ist ja klar. Und natürlich bist du so erst schnell. Und verarscht. Ja, seht euch das an. Fick dich doch, blöder Geist, ey. Ich will doch nur hier so ein bisschen Zeug mitnehmen. Ich meine, das ist ja quasi auch kein Diebstahl, weil das ist ja... ja, man könnte sagen, das Zeug ist für uns reserviert, hallo? Es ist ja unser Ziel, das Zeug einzusammeln. Hör auf, Dinge zu machen, Banjo, die ich dir nicht befehle. So, dann können wir auch wieder Freunde werden, ja? Wir waren doch schon Freunde in Kindheitstagen. Das wollen wir jetzt nicht kaputt machen, oder? Peppa! Peppa, sagte ich. Was für ein Riesenaufwand für vier kleine Noten. Da ist eine riesige Orgel. Da ist Energie, falls wir sie benötigen. Hier eine Note. Also, ich meine zwei Noten natürlich. Gut. Und auf der linken Seite vom Dingens ist auch Energie. Alles klar. Leute, jetzt kommt total die schwere Mission. Man braucht wirklich musikalisches Geschick und ja, man muss wirklich ein Musikgenie sein, was ist mit meiner Sprache los, um das wirklich hinzukriegen, ja. Ihr seht's ja gleich. Hallo, du Typ, du. Tanz mit auf seiner Orgel, Tasten, tanzt du merken, der die Tasten. Weiß ich nicht. Wir müssen jetzt nachspielen, was der spielt. Und wie gesagt, das ist echt schwierig. Die Taste. Die Taste. Und die Taste. Ja, ihr seht, das ist... Wow. Das ist echt anspruchsvoll. Ich meine, wenn wir warten müssten, bis er alle Tasten gedrückt hat, okay, dann müsste man sich etwas merken und dann wäre es ein bisschen schwieriger. Aber so, nee. Was mache ich mir nach? Es ist nicht mehr. Nochmal. Ja, dann eben nochmal. Ist er jetzt schneller? Ja, jetzt ist er schneller. Zum Glück ist er so langsam und alt, weil, ja, sonst hätte ich jetzt die zweite Taste schon mal nicht gesehen, welche er gedrückt hat. Ja, er wird schneller, aber ist kein Problem. Ja, und ich mit meinem alles andere als Genie-Gehirn in Sachen Musik, ne? Aber wir kriegen es trotzdem hin, weil es einfach ist. Weil einfach ist. Ich weiß jetzt nicht, für was ich genau Schleichwerbung gemacht habe. Mein Gott, meine Sprachprobleme heute. Aus welcher Werbung war es doch mal? Weil einfach ist. Weiß ich nicht mehr. Aber egal, ja, das war sehr gut. Hier hast du ein Puzzleteil, nimm es und verpiss dich. Ja. Wie komme ich da jetzt nochmal hoch? Über das Buch, glaube ich. Jawohl.
Jawohl, jawohl, jawohl. Und hier sind noch Noten versteckt. Wow. Hier hinten ist doch auch noch was. Ja, ja, gut. Wir brauchen es nicht. Aber wir nehmen es einfach mit, weil wir es können. Das, 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 das. Und wir haben Freude, ja. Das ist so cool. Aber etwas fehlt jetzt noch in meinem Gehirn. Ah, da ist es auch schon. Das hat mir gefehlt, weil hier gibt's noch was zu holen, und zwar da oben an der Decke. Sogar sehr viel, glaube ich. Ja, erstmal diese Honigwabe hier. Nein, 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 nein! Boah, das war cool ausgewichen. Das sind bloß Eier. Den Mumbo-Schädel würde ich dann doch gerne mitnehmen. Ah, der Hexenschalt ist auch da oben. Ah, cool! Ah, dann ist ja gut. Da sind bloß Eier. Da ist auch nur Gedöns. Perfekt! Und das haben wir auch schon mal gesehen, wo das ist. Perfekt. Bloß meine Frage ist jetzt, wie komme ich verdammt nochmal hier runter? Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, gut. Der Schaden ist jetzt zu verkraften, würde ich sagen. Ab, ja, aber der war dumm. Wir fahren von Klaff hier runter und wir sterben fast. Das ist unglaublich. Nun ja. Irgendwas habe ich beim letzten Part verschoben, weil ich keine Energie mehr habe. Ich erinnere mich so halbwegs. Ach so, ja, da mit dieser Giftbrühe da oder was das war. Ja, genau. Aber, nee, wie gesagt, auf dem höchsten Punkt der Kirche ist auch noch ein Puzzleteil. Aber irgendwie habe ich da beim letzten Mal nicht ganz gecheckt, wie das funktioniert. Weiß ich nicht mehr. Wo muss ich jetzt hier lang? Hier war's, ja genau. Hier sind noch irgendwo Noten, ja. Machen wir es doch einfach so. Ja, und nochmal einen Schaden einstecken, ja, ist sehr schön. Wir haben es ja doch gleich nochmal einen Schadenspunkt geben, einfach so. Weil ich gerne abkürze, ganz einfach. So, und jetzt ab in den Brunnen rein. Ich glaube zwar, das wäre anders gedacht vom Spielprinzip her, wie man das holen sollte, was sich da unten befindet, aber... Wenn wir schon mal hier sind, dann versuchen wir es. Ja, geht ja eigentlich im selben. Wobei, das ist schon ein bisschen kniffliger. Aber es geht, es geht. Einfach schön langsam und immer die Luftanzeige im Auge behalten. Dann geht das. Hoch da. Hoch da. Kurz das Puzzleteil mitnehmen. Gut. Und nun kurz an die Oberfläche. Luft tanken uns nochmal runter. Und dann funktioniert das auch alles perfekt. Da hinten ist noch ein Nötchen. Wie viel haben wir? Schon eine Menge. Ja gut, eine Menge ist anders. Au. Nicht zum nächsten Gegner, bitte. Das hier. Jetzt sehe ich nicht, ob hinter dem Eimer auch noch was ist. Ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. Vorsicht. Und weg da. Noch kurz hinter dem Eimer entlang schwimmen. Einfach so. Damit ich ja nichts übersehe. Nee, scheint nicht zu sein. So, jetzt aber hoch. So, und ab ans Seil und hochgeklettert. Passt doch. Oh, hier ist noch so viel zu holen. Ich weiß noch so wenig. Es ist verrückt. Es ist echt verrückt, wie ich mir dieses Level einfach irgendwie nicht so gut merken kann. Ach so, ja, da, das gibt's ja auch noch. Ich habe wieder keine Energie, verdammt. Ich versuch's einfach mal. Ah, erstmal die Noten. Ja, wer von euch kennt Gläserrücken? Das ist jetzt nämlich das Prinzip, was wir hier tun müssen. Und zwar auf einem Glas. Das Glas befindet sich hier in der Mitte.
Löse ein gelöst, Feldjäger. Löse das magische Rätsel. Und das Puzzleteil gehört dir. Okay, wir sehen Buchstaben. Ist nicht sonderlich schwer zu erraten, was wir tun müssen. Oder... Gut, der Geist, der nervt ziemlich. Aber ist klar, wir müssen Ben, Joker, Sui eingeben, wenn ich dann irgendwann mal das N finden würde. Hallo, wo bist du da? Das J habe ich irgendwo da drüben gesehen, glaube ich nicht. Da, Geist, komm. Ben. Jo. Immer den Geist im Auge behalten, so. Mann, das A. Es muss da sein. K. Geist, lass mich in Ruhe. Nein, Kacke. Aber es sollte mir hinkriegen, oder? K. Noch ein weiteres O suchen und dann ist auch endlich mal gut. Da ist es, da ist es. Ja, wir haben nicht so extrem viel sinnlose Zeit. Merke ich gerade, aber es passt. Sui. Sehr schön. Es ist umbracht, das Puzzleteil seid ein. Ich bin erlöst. Sching. Einfach weggeportet. So. Erst die Hälfte der Punktzeile. Das gibt's ja gar nicht. Meine Energie, sie machen mir ein bisschen Sorgen, verdammt. Besonders wenn hier immer solche blöden Gegner rumirren. Wisst ihr was, wir machen jetzt mal mit dem Haus weiter. Irgendwo, ja, hier muss ich doch hochkommen. Eba! Hier sind wieder überall Noten, ja, im Ablauf, genau. Blöde Fledermaus, kreisch mich nicht an, das mag ich nicht. Ja, ihr seht, da ist nochmal ein Labyrinth. Das ist nicht dasselbe wie vorhin. Nein. Töten! Töten! Gut, Fenster kaputt gemacht. Und mal kurz gucken, was gibt es denn hier Schönes? Außer Gegner. Er war klar. Sehr. Nein, wir kommen nicht ran. Ja. Auch dafür sind wir zu groß. Heißt, wir versuchen es uns zu merken. Gut, das Fenster, das sich über dem Labyrinth verbirgt. Können wir uns das merken? Ich weiß es nicht. Könnt ihr euch das merken? Ganz bestimmt. Kann ich mir das merken? Ganz bestimmt nicht. Ja, wir werden es sehen. Was sagen wir hier? Ein Klo. Ah. Was sonst noch? Mumbo-Shell. Federn. Federn, sagte ich. Aber ein Klo, hallo? Hallo Klo, ich stelle mich ins Klo rein. Was? Wer ist zu dick? Er passt in Logo nicht hinein. Das wollen wir doch mal sehen. Bam! Ich laufe im Klo rum. Schnell weg hier. Eklig. Fast schon ein bisschen. Das haben wir auf diesem Stockwerk auch alles erledigt, würde ich sagen. Ja. Ja. Haben wir die Sprungplatte gesehen? Wo ist sie? Wo ist sie? Gut. Die Energie ist wohl runtergefallen. Kacke. Nein. Ich muss das sofort auf Kasumi wechseln. Ja, das mit die Note, dann den kleinen Jinjo. Anderen Noten. Da gibt's auch noch zwei Fenster, ja, ich weiß. Oder plus eins? Nee, zwei. Ist ein bisschen creepy, um sie zu erreichen, aber es passt. Was gibt es denn hier, außer wieder neue Energie für uns? Und natürlich Noten, schön, schon 80, perfekt. Wow. So, weg mit dir. Ich hasse diese Dinger. Hier Eier, ja, und oben hüpft ein Ginger rum.
wie eine riesige Schatzkiste, wo man eigentlich was hätte drin verstecken können, finde ich, aber die Entwickler dachten sich, nee, wir haben schon genug versteckt, machen wir einfach mal Deko. Ist auch schön. So, ab den Shinjo holen wir uns noch... Komm, geht da. Hallo. Was war das denn? Sag mir jetzt nicht, dass das nicht klappt. So geht doch. Oh, wir haben schon alle Jinjos. Umso besser. Gut, mit dem Wissen, dass die Jinjo-Familie wieder gerettet ist, stellen wir uns aufs Bett und ich sage, mach's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschö, tschö.